Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play Professor Layton und die Maske der Wunder. Im letzten Part haben wir jetzt nicht so viel erreicht. Wir waren ja immer noch im Museum. Wir sind ja hier angekommen. Ich denke mal nicht, dass das hier angezeigt wird. Nee, das wird es nicht. So, aber dafür haben wir einige Rätsel gelöst. Wir waren im Museum, haben mit diesem einen Typen hier gesprochen, mit dem hier. Hat uns Rätsel gegeben, da hinten war auch noch was. Wir müssen hier nochmal kurz zu Ende erkunden, denn vielleicht ist hier noch was zu sehen. Vielleicht ist hier noch irgendwo ein Rätselchen, man weiß es nicht. Oh, eine Kuriosität, ein reizvoller Schal. Okay. Dann gucke ich mich mal um. So, nee. Anscheinend gibt es hier keine Hinweismünzen mehr. Denn wir haben noch was anderes zu tun. Denn wenn wir hier fertig sind, können wir wieder mal zum Kostümladen. Und dort mal bei Ludmilla vorbeischauen. Denn die kann uns vielleicht noch einiges erzählen. Das heißt, gehen wir einfach mal zurück. Aus dem Museum heraus. Aus dem, wie heißt es noch? Monsartum Museum? Ich glaube ja. Dann müssten wir jetzt hier gen Westen, glaube ich. Ja, hier war das, genau. Im Ladenviertel. Und jetzt nach rechts. Dann sind wir hier, wo wir hin wollten. Okay. Fragen wir mal nach. Hallo. Oh, die hat sogar ein Rätsel für uns. Okay. Willkommen, meine Lieben. Na, habt ihr euch endlich für ein Kostüm entschieden? Noch nicht, bedauere. Wir interessieren uns vielmehr für die neuesten Gerüchte aus und über Montedor. Flaute bei ihren Nachforschungen, was? Na, ich wüsste schon, dass sie mich irgendwann wieder besuchen kommen. Vernünftige Informationen sind hierorts schwerer zu fassen als Sand in einem Sieb. Die Touristen kommen und gehen und kaum einer kennt diese Stadt überhaupt richtig. Allerdings, wir haben bereits bemerkt, dass viele Menschen hier so gut wie nichts über Montedor wissen. Ha, ich wusste ja, Sie haben ein Auge für solche Dinge. Madame, darf ich Sie etwas über die örtliche Polizei fragen? Aber holla, nicht so stürmisch. Informationen sollen verdient sein. Erst lösen Sie mir dieses Rätsel. Ach ja, sowas kann ich schon, so ein Tauschding. So, ich löse Rätsel und dann kriege ich eine Antwort. Rätsel Nummer 47, die Tennisdamen. 6 fitte Damen haben gerade ein Tennisturnier beendet, bei dem jede einmal gegen jeden angetreten ist. Die Ergebnisse werden noch notiert, wie man an der Tafel sehen kann. Aber du weißt, dass genau 2 Spiele aus Zeitgründen unentschieden endeten. Selbst die gute E hat ein Spiel gewonnen, obwohl sie absolute Anfängerin ist. Weißt du, wen sie besiegt hat? Das könnte kompliziert werden. Entweder A, B, C, D oder F in diesem Fall, ne? E, schlecht. Obwohl, vielleicht hat sie sich ja selbst besiegt. Nein, das glaube ich nicht. So, hier haben wir die ganzen Sachen. Ne? Sieg, Niederlage, Remis. Die 6 fitten Damen haben wir hier. Die sieht nicht ganz so fit aus, aber das soll uns jetzt nicht stören. Die 6 fitten Damen im Tennisturnier. Hier werden noch Ergebnisse notiert, die sind noch nicht alle da. Aber naja, 2 Spiele sind aus Zeitgründen unentschieden ausgegangen. So, E hat ein Spiel gewonnen, wie wir hier sehen können. Gut. Aber wen hat sie besiegt? Jetzt müssen wir genau gucken, wer es sein kann. Also B kann schon mal nicht sein, denn B hat nicht ein einziges Mal verloren. Das heißt entweder A, C, D oder F, wo man das noch gar nicht sehen kann. Okay. Da müssen wir gucken. Lass es mal nachsehen. B hat insgesamt 4-mal sogar gewonnen. Das soll heißen, das könnten auch die 4 sein hier. Und dann müsste E gegen A. Das ist ein sehr kompliziertes Rätsel. Das muss man jetzt irgendwie taktisch herausfinden. Obwohl, nee, das kann ja nicht sein. Also B hat 4-mal gewonnen. Das heißt, sie kann ja nicht 2-mal gegen D gekämpft haben. Stimmt ja auch. Jeder hat gegen jeden 1-mal gespielt. Ja, jetzt kann ich mir eher. Entschuldigung. So. Das heißt, vermutlich hat B 1-mal gegen. Was heißt eigentlich Remis? Ich kenne mich in Tennis nicht so gut aus. Ich glaube, war es nicht auch eine Art Unentschieden oder so? Ich weiß nicht mehr genau. Ich kenne mich in Tennis leider nicht aus. Sagen wir mal, B hat gegen A gewonnen, gegen C gewonnen, gegen D wo gewonnen und vielleicht noch gegen E oder F irgendwie so in der Richtung. Da kann er sich nicht selbst besiegen. Ja. Bin gleich wieder da. So, Entschuldigung für diesen einen kleinen kurzen Cut, aber da wollte jemand unbedingt sprechen, der in der Tour war. Ja,
Ihr habt vielleicht schon im letzten Part bemerkt, da war schon ein bisschen was Lautes vielleicht im Hintergrund. Eventuell hat man was rausgehört, aber naja, hier findet eine kleine Party statt, würde ich sagen. Na egal. Jedenfalls gucken wir jetzt mal, wie das Ganze ausgehen kann. Man könnte jetzt also denken, bei E, dass sie jetzt einmal gewonnen hat und der Rest waren vielleicht Niederlagen oder Remis eben. Aber ich weiß nicht, ob uns das wirklich weiterhilft. Wie geht man an so eine Rätsel ran? Das ist jetzt die große Frage. Was macht man da am besten? Vielleicht sollte man sich an B orientieren. Was meint ihr? A und D sind ja eigentlich ganz ähnlich, nur hat D eine Niederlage mehr statt A, die noch einen Remis dafür hat, statt einer Niederlage. Lass uns mal gucken. Vielleicht sollten wir mal die Siege zusammen sehen, denn so viele Siege wie hier sind, muss es auch Niederlagen geben, logischerweise. So, bei den Remis kann das sein, denn C kann einmal gegen A ein Remis haben und einmal gegen B ein Remis haben. So, genau das könnte man sich ja eigentlich auch mal notieren. Also ich sehe es jetzt richtig, dass ja jetzt noch nicht alles hier... Es kann auch nicht alles notiert sein, denn 0 ist 0. Das wird auch nur durch eine 0 gekennzeichnet, wenn alles einmal nicht passiert ist und nicht durch ein einfach nicht eingetragenes Feld, wenn ihr mich versteht. Das heißt, diese Angaben fehlen halt. Aber man soll ja nicht einfach so drauf losraten eigentlich. Jedenfalls kann man, wenn es nur diese Remis im Moment gibt, hat also C gegen B ein Remis und C gegen A ein Remis. Das heißt, die haben somit schon gegeneinander angetreten. Die sind somit gegeneinander angetreten. B, C und A, C. Jetzt habe ich dann G gemacht. Auch schlau. Na egal. Ich muss das mal kurz wegradieren hier. So, C. Jetzt kann man es als C erkennen. Haben schon gegeneinander gekämpft. Die sind also egal. Das ist echt kompliziert, so ein Rätsel. Das muss man alles in einem Blick haben. Jetzt sehen wir mal. Hier an Siegen haben wir 7, 9... 12, 13. Alter Schwede, und hier sind es nur 4. Das heißt, da fehlen noch 9 Niederlagen insgesamt. Und sagen wir mal, E hat den Rest verloren. Das sind 4 Niederlagen, das heißt, F hat 5. Das können nur 4 sein, Freunde. Das heißt, sie muss 5 haben. Okay, das wäre dann somit geklärt, Freunde. Obwohl, vielleicht hat F ja noch einen Sieg. Okay, F kann dann keinen Sieg haben. Also lass mal nachdenken. Wir haben hier also insgesamt, ich habe mich jetzt nicht verzählt, ne, 1, 2, 3, 4 sind immer 10 und 3 dazu sind 13 und hier nur 4. 13 zu 4 sind also 9 übrig. Das heißt, hier kann nur maximal 4 sein. Denn überall kann maximal nur eine 5 stehen. 1 und 4 sind 5, denn gegen sich selbst kann sie ja nicht antreten. Das heißt, hier steht in jedem Fall die 4, dann muss hier die 5 stehen. Da hat F also gegen alles verloren und hier muss dann somit auch 0 hin. Okay. Schade, dass man das hier oben nicht eintragen kann hier. Obwohl, mir fällt gerade ein, also ich habe es hier unten hier gedingst mit B, C und A, C, das kann ich ja jetzt wegmachen. Dann kann ich es hier eintragen. Hoppla, nee, mit ganz kleiner Schrift 0, 4, 5. Okay. Jetzt muss ich nachdenken, und zwar... Ob es jetzt noch Remis geben kann, Freunde. Kann es da noch Remis geben? Kann man noch ganz leicht herausfinden. Indem man sagt, ja gut, es kann noch nicht mehr sein. Das muss so sein, denn bei so vielen Siegen und so vielen Niederlagen, wir haben ja gerade gesagt, hier müssen die restlichen Niederlagen sein, dann kann es nicht mehr Remis geben. Das heißt, wir haben somit die Tabelle vervollständigt. Wir können somit also auch hier die ganzen Nullen nennen. Okay, und jetzt ist es auf jeden Fall schon mal einfacher, dieses Rätsel zu lösen. Sind jetzt schon lange dran. Ich wechsle nochmal den Bildschirm. So, und jetzt muss ich gucken. Kimi hat sie jetzt gewonnen. Das muss dann ja eigentlich F sein. Natürlich, das muss dann F sein, logischerweise. Denn F hat auf jeden Fall nicht gegen E gewonnen. Das muss F sein. Alles klar, Freunde. Das ist somit das Rätsels Lösung. F. So. Und nun der Moment der Wahrheit. Geht doch. Und jetzt schon wieder stimmt nicht. Kein Rätsel ohne Lösung. Okay. So geht man also an so ein Rätsel an. Wir haben fast 1000 Pikarat, das ist doch schon mal was. Ah, und ihr seht hier schon, das, was wir gesagt haben, ist richtig. Okay, richtig, F hat gegen E verloren. Ein Blick auf die Ergebnistafel offenbart
das ganze Drama. F hat alle ihre Spiele verloren. Sei nicht traurig, F. Übung macht den Meister. Tja, doch. Du hast das Spiel immer recht. Okay, ist wirklich fertig. Vielleicht war Ludmilla ja selbst einer der Damen. Okay, hier haben wir auch ein weiteres Sortiment im Laden, und zwar Backwaren. Gut, wollen Sie uns nun mehr über die hiesige Polizei erzählen? Aber mit Vergnügen. Die Bürger der Stadt verlassen sich ehrlich gesagt nur äußerst ungern auf unsere Gesetzeshüter. Keine Korruption oder Vetternwirtschaft, aber nun ja, unsere Beamte sind etwas unerfahren, will ich mal sagen. Und fiele Ihnen jemand ein, der einen Groll gegen die Ledors hegen könnte oder gegen Alphonse Dawson? Nun ja, es gibt sicher Herrscharen, die ihren verlorenen Spieleinsätzen nachtrauern. Aber wer auch immer hinter diesen Auftritten steckt, am Hungertuch scheint er nicht gerade zu nagen. Das haben Sie sehr schön gesagt. Ja, klar, aber hier ist der Clou. Dieser Zirkus, der sein Zelt in der Nähe des Chateau Dawson aufgeschlagen hat. Die Leute haben Geld. Und nicht zu knapp. Die haben letzten Monat eine Fuhre edler Kostüme bei mir geliehen. Deckte meine Kosten fürs ganze Quartal, okay. Aber haben Zirkuskünstler nicht gewöhnlich ihre eigenen Kostüme? Oh, hey, vielleicht steckt ja der Zirkus hinter all den Wundern. Das lässt sich nicht ausschließen. Wir sollten uns auf jeden Fall mal im Zirkuszelt umschauen. Okay, Freunde, damit wäre die nächste Mission ja jetzt auch klar. Ein bisschen Zeit können wir uns ja noch nehmen, ne? Also gleich auf zum Zirkus Glitzerstern. Wo ging es nochmal lang? Ich glaube, ging es hier unten lang? Ich habe vergessen, wo es lang ging. Ging es hier lang? Ja, ich glaube schon. Hier zum Kranauenweg. Ja, genau, hier muss es lang gehen. Ja, hier hin. Oasis Street, dann hier zur Villa Ledor. Dann können wir weitergehen, nämlich zum Hotel. Oder? Nee, vor dem Rathaus bin ich jetzt. Ich hatte die Wege verwechselt. Entschuldigung, das ist mir das mal passiert. Den ganzen Weg jetzt zurück. Mensch, haben wir viel Spaß jetzt gerade hier. So, weiter runter. Und jetzt geht's wieder hoch, nur auf der anderen Seite. Okay, von hier aus dann weiter nach oben. So, und dann sind wir beim Hotel. Okay. Beziehungsweise beim Denkmal und dann beim Hotel. Und dann können wir noch weiter. Und dann dürften wir auch endlich da sein. Genau. Zirkus Glitzerstern. Okay. Ich war schon so lange nicht mehr im Zirkus. Ich kann es kaum erwarten, hineinzugehen. Wir sind nicht hier, um uns die Vorstellung anzusehen, du kleiner Nachwuchsclown. Aber wir sollten uns zumindest gründlich um... Oh, was für ein prächtiger Tiger. Jetzt bin ich aber neugierig. Los, gehen wir rein. Das ist ja... Emmy, das ist aber kein gutes Vorbild. Ja, sie hat irgendwie recht. Wir sind nicht hier, um jetzt... Oh, cool. Und da wohnen wir rein. Genau so wäre das jetzt. Hat jetzt sehr klar noch was zu sagen, oder? Ich glaube, wir müssen uns hier nicht weiter umsehen. Gehen wir einfach mal hin. So. Durch die Tür durch, die eigentlich nicht so klingen dürfte, denn so eine Zirkustür klingt nochmal was anders. So, wir sind in der Manege. Auch eine interessante Musik hier. Mit einem Rätsel zusammen. Das dürfte das letzte heute sein, glaube ich. Faszinierend, diese Beleuchtung ergibt ein hübsches Rätsel. Ach du Schande, wie ihr immer auf sowas, wie ihr sowas mal sieht. Okay. Rätsel Nummer 48. Ärger mit dem Licht. 45 Begrad, ach du Scheiße. Der Zirkusdirektor hat ein ernstes Wörtchen mit seinem Lichttechniker zu wechseln. Freundchen, was soll denn das? Bring das wieder in Ordnung, schnell. Die Lichter links oben und rechts unten sind einwandfrei, um die brauchst du dich nicht zu kümmern. Aber die anderen müssen rotiert und an ihrem Platz bewegt werden. Vergiss nicht, von links nach rechts steckt ein System dahinter. Ja, das ist unsere Info. Okay, wenn wir jetzt einmal kurz den unteren Bildschirm begutachten, dann sehen wir... Scheiße. Notiere das Lichterchaos. Aha. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich mal oben noch meinen Text haben hier. Also bringen wir es in Ordnung stellen. Die Lichter links, oben und rechts, unten sind einwandfrei. Um die brauchst du dich nicht zu kümmern. Okay. Weil die anderen müssen rotiert und ihren Platz bewegt werden. Vergiss nicht, von links nach rechts steckt ein System dahinter. Da bin ich mal gespannt. Was soll man denn da machen am besten? Es gibt doch unendlich viele Möglichkeiten hier.
Also wenn die so bleiben sollen, das muss ja irgendeinen Sinn haben. 1 und 8 sind es Zahlen? Oder was soll das darstellen? Ich guck mal kurz um. Was könnte das denn sein? Wie sieht Professor Layton sowas nur immer wieder? Ich glaube es nicht. Also ich weiß es nicht, Freunde. Also das wird wahrscheinlich entweder so bleiben oder so. Ich wüsste nicht, ob es irgendwie anders aussehen sollte. Hui. Ach, hier ist das ein rotes Ding. Ach du Schande. Was könnte das denn sein, Freunde? Das sind sehr viele verschiedene Farben. Das soll wahrscheinlich irgendetwas ergeben. Entweder es sind Buchstaben oder es sind Zahlen. Aber wenn man mal bedenkt, wir haben hier entweder eine 1 oder ein I und hier eine 8. Das könnte eigentlich kein Buchstabe sein oder was. Oder es könnte ein G könnte es nicht sein. Was könnte es denn für ein Buchstabe sein eigentlich? Ein H ja auch nicht. Gibt es einen Buchstaben, was alles decken können so? Für eine 8? Ich glaube, es sind Buchstaben. Das hier ist zum Beispiel eine 9. Das könnte man als. Hoppla, als 3 machen. Hoppla, nein. Ich will dich drehen. Oder 2, das geht auch. Ne, nur 2. Ja, warum sind hier denn verschiedene Farben manchmal? A ist es nicht. B könnte es sein. Okay, B könnte es sein. Ein B könnte das sein. Obwohl, dann müsste man eigentlich normalerweise auch die äußeren wegmachen. C, D geht auch nicht. E, F, G, H, I. Und wie hier. J, K. K auch nicht. L, M auch nicht. N auch nicht. O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Das macht irgendwie alles so keinen Sinn. Das könnte nur ein B sein, wenn es ein Buchstabe ist. Wenn es hier wirklich Buchstaben sind, ich meine, Zahlen machen nicht wirklich Sinn, oder? Das könnte ein Zahlen sein. Ich dachte immer zuerst an Ring frei, aber ich meine, hier kann man nichts bewegen. Ring frei oder sowas ähnliches. Na, ich weiß es nicht. Was kann man da machen? Soll das symmetrisch sein? Ich habe noch keine Ahnung. Wahrscheinlich muss ich gleich wieder einen Cut machen. Der Part heute wird ein bisschen länger, glaube ich, als sonst. Aber wenn wir hier ein B haben. Das muss entweder so bleiben. Oder so aussehen. Weil die Lichter verdeckt man natürlich auch selten. Ich denke mal, jetzt wird hier kein Licht verdreht oder so. Also irgendwie. Das sagt mir nichts. Okay. Aber was machen wir denn da jetzt? Wir können hier sonst auch tauschen, meinte ich, ne? Das geht auch. Aber was soll uns das helfen? Wir müssen uns in irgendetwas orientieren. Igel. Wohl ihr nicht. Was machen wir denn da? Schande. Da steckt ein System dahinter. Was ist für ein System los? Von links nach rechts. Vielleicht von beiden links dann nach rechts. Oh, scheiße. Was machen wir denn da? Von diesen ja weiß, die Dinger da. Die soll man nicht bewegen. Die kann man auch nicht bewegen. Aber die anderen müssen rotiert und in ihren Platz bewegt werden. Vergiss nicht, von links nach rechts steckt ein System dahinter. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich habe keine Ahnung. Hui. Ich habe echt viel Spaß. Okay, was machen wir denn da jetzt? Es gibt hier zu viele Möglichkeiten, dass man hier irgendwie raten könnte oder sowas ähnliches. Man muss auf irgendeine Idee kommen. Was könnte man denn hier draus machen eigentlich? Könnte hier ein F draus machen? Nein. So. F. Toll. Was mache ich denn jetzt hier? So, vielleicht sowas in der Art. F, S. Wo ist jetzt das
Küchendings hin. Da unter versteckt. Zieh mal kurz hier hin. Ja, Freunde, nu? Ich meine, was soll man ansonsten daraus machen? Ach, Freunde, was machen wir denn da? Scheiße! Ich habe keine Ahnung. Okay, man könnte hier noch ein L draus machen. Ich glaube, es sollen doch Buchstaben sein. Ich vermute es einfach mal. Nee, so. Ach, Freunde, es hat schon wieder einen Cut gegeben. Seit 50 Sekunden. Ich habe es noch nicht mal bemerkt. Ey, das kann doch nicht wahr sein. War auch im letzten Part auch schon der Fall, ne? Dass ich den einen Cut nicht bemerkt habe. Was ist bloß mit mir los? Er hat wahrscheinlich eine Sache eben nicht wieder richtig mitbekommen. So, dann sind hier oben Zahlen und hier sind Buchstaben. Das hilft mir nicht. Was soll ich denn da jetzt machen? Hier wahrscheinlich noch einen Cut machen müssen in diesem Part. Mann! Ah! Dabei habe ich extra noch den Computer ausgemacht, damit man den nicht hören könnte. Sollte irgendwelche Geräusche von dir geben. Aber wahrscheinlich muss ich ihn wieder anschalten, um nachzugucken, weil so geht das nicht weiter. Freunde, ich muss wieder einen kurzen Cut machen. Und diesmal wird ihm nichts abgeschnitten oder so. Es war leider eben der Fall vor 1 Minute und 40 Sekunden. Da wurde kurz was abgeschnitten. An vielleicht einem Wort oder so. Aber ich muss jetzt noch einen kurzen Cut machen und guck mal kurz im Internet. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Und damit bin ich wieder zurück, Freunde. Und was soll ich euch sagen? Das System ist folgendes. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was für ein tolles System. Ich meine, das macht auch so fast schon viel Sinn im Zirkus. Das heißt, wir können jetzt 3 mit 9 vertauschen und 2 dann mit 9. Jetzt muss ich gucken. Schieb ich einfach mal da hin, was soll's. So. Schieb. Und die Farben sind auch immer unterschiedlich. Die sind meistens nie gleich. 4 kann ich mal hier auch rauszaubern. Müsste man eigentlich. Und wenn wem es aufgefallen ist. Na! Kommt rüber hier. So. 4. Dann haben wir hier die 5. Und ihr wisst, aus der 9 kann man logischerweise sehr schnell eine 6 machen. So. Komm. Ich muss sie mal drehen hier. Nein. So. Komm rüber jetzt hier. Alter. Geht doch. So sieht schlecht aus. Hallo? Wie sieht nochmal eine 6 aus, Freunde? Ne, ich hab's hier vertauscht eben gerade. So. Alter. Das kann nicht wahr sein hier. Es ist so eine scheiß Steuerung. Nein, das eben nicht. Ich will endlich fertig werden hier heute. Geht doch. Oh mein Gott. So, stopp. Ihr wisst ja jetzt, wo ich das Ding hinsetze. Meine Güte. So, 7 wäre hingesetzt. Zack. Meine Güte, ist der Part lang geworden. Mensch. Und damit 1009 Pigerat, immerhin was. Ein Erfolgsrezept hier. Noch einmal Glück gehabt. Also, die Lichter haben die Form der Zahlen 1 bis 8. Das hätte der Direktor doch auch gleich sagen können. Stimmt. Guck mal, wie doof der links guckt. Oh! Naja. Freunde, das war's damit für heute. So. So wird die Bühne rechtzeitig zur Vorstellung geschmackvoll beleuchtet. Wer meint? Im nächsten Part sehen wir uns hier noch ein bisschen mehr um und fragen nach, wie es hier so läuft und so. Das machen wir erst im nächsten Part. Der Part heute ist ein bisschen länger geworden. Also das Gemeinsamkeit vom heutigen Part und dem von letzten Mal ist, dass ein Cut nicht rechtzeitig angekündigt wurde, den ich nicht richtig gemacht habe. Somit ist das weggeschnitten worden wahrscheinlich. Ich muss das nochmal nachgucken. Ich nehme es hier in einer Tour auf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder im nächsten Part. Bis dann und auf Wiedersehen.